Abschiedstour aus der zweiten Liga. Die Eintracht schießt sich warm für die Rückkehr in die Bundesliga. Erst vergangenes Wochenende beim 4:0-Sieg gegen Aue, diese Woche bei einem Testspiel in Kelsterbach. 8:0 gegen eine Stadtauswahl, perfekte Einstimmung auf den endgültigen Schritt kommenden Montag in Aachen. Doch viele Fans fragen sich, gibt es dann überhaupt schon eine richtige Aufstiegsfeier? Jetzt ist erstmal der Fokus auf das nächste Spiel. Das ist Montag in Aachen. Da konzentrieren wir uns total drauf und dann sieht man, was passiert. Aber kaum steht die Diva vom Main vor dem direkten Wiederaufstieg, schon gibt es Nebenkriegsschauplätze. Vorstand Heribert Bruchhagen würde die Bundesliga angesichts von Rekordeinnahmen am liebsten auf 20 Teams aufgestockt sehen. Präsident Peter Fischer soll vom Frankfurter Aufsichtsrat gerügt werden, weil er öffentlich bekannt gab, dass Axel Hellmann früher als geplant in den Vorstand wechselt. Und außerdem steht ja noch aus, ob Trainer Armin Fee seinen auslaufenden Vertrag trotz Aufstiegs überhaupt verlängert. Das würde zumindest die Mannschaft gerne sehen. Ja, das denke ich doch sehr, denn man sieht natürlich, dass es sehr gut funktioniert und dass wir, wie gesagt, gut zusammenarbeiten und die Ergebnisse auch da haben, wie sie sein sollen. Und deswegen würde sich die Mannschaft natürlich freuen. Beim nächsten Gegner Aachen wollen sie derweil nach dem letzten Strohhalm gegen den Abstieg greifen. Der Tabellenletzte hat 6 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Nur 2 sind es immerhin zum Relegationsplatz. Die Frankfurter haben schlechte Erinnerungen an den Tivoli. Vor 1,5 Jahren schied man hier im DFB-Pokal aus. Der Anstoß, der den Abstiegsstein der Eintracht ins Rollen brachte. Nun würden die Alemannen den Hessen gerne wieder ein Schnippchen schlagen. Ja, es ist uns eigentlich egal, ob jetzt Frankfurt aufsteigen kann oder was weiß ich, irgendjemand absteigen kann. Alles, was wichtig ist, ist, dass wir das Spiel zu 100% annehmen und die Zweikämpfe voll suchen und an den Spielen anknüpfen gegen Ingolstadt und Bochum. Und auch die Chancen dann, die wir sicher bekommen werden, dann auch nutzen. Und ich denke, dann können wir auch als Sieger vom Platz gehen. Ich meine, wir haben in Frankfurt 3 Tore geschossen, warum soll uns das nicht nochmal zu Hause gelingen? Und von daher bin ich guter Dinge. Die Eintracht aber kann fast aus den Vollen schöpfen. Nur Kapitän Pirmin Schwegler, den eine leichte Zerrung plagt, fehlt gelb gesperrt. Für ihn wird Matthias Lehmann auflaufen. Nun heißt es volle Konzentration auf Aachen. Ja, die Aachener kämpfen natürlich ums Überleben und da müssen wir wach sein und da müssen wir guten Auftritt hinlegen, so wie es letztendlich in den letzten Wochen auch bei uns war. Und konzentriert spielen, um dann letztendlich ein gutes Ergebnis einzufahren. Dabei könnte die Eintracht bereits am Wochenende feiern, falls der Tabellendritte Paderborn in Karlsruhe keinen Dreier holt. In der Tordifferenz sind die Frankfurter ohnehin nicht mehr einzuholen und wollen jetzt am liebsten noch Greuther Fürth von der Tabellenspitze vertreiben.